Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Arian-DK. In diesem Video spiele ich mal Tower of Hell mit Lava is Rising. Ich glaube, das Spiel heißt so. Auf jeden Fall, wenn wir auf diesen Knopf drücken, geht die Wand hier weg und es fängt an, Lava nach oben zu steigen. Und wir müssen es quasi schaffen, den Tower zu schaffen, ohne dass wir von der Lava mitgerissen werden. Ein richtig, richtig cooles Spiel auf jeden Fall. Ich habe dieses Spiel schon einmal gespielt. Und zwar habe ich dazu ein TikTok aufgenommen. Warum steht mein Bildschirm so weit hinten? Naja, oh ne, der war doch nicht weit hinten. Ja, auf jeden Fall habe ich dazu ein TikTok aufgenommen. Wir sagen, weiter geht es nach dem Intro. Viel Spaß. So, Leute, ich springe jetzt hier drauf und los geht's. Also, oh Gott, so, wenn wir die Lava berühren, sind wir gestorben. Also, das heißt, dann müssen wir von neu anfangen, dann landen wir wieder in einem Raum dort hinten. So, okay, oh Gott, Leute, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gerade habe ich eigentlich einen ganz guten Vorsprung. Die Lava sollte mich easy peasy nicht erwischen. Ich darf nur keine Fehler machen. Na, wuhu. Doch nicht mehr so happy. Ja, okay, Leute, so. Ich würde sagen, wir springen direkt weiter hier drauf. Also, ich finde das Spiel richtig, richtig cool, weil es ist nochmal so ein Ansporn, das in der passenden Zeit zu schaffen. Als ich dieses TikTok gepostet habe, ihr könnt mir außerdem auch super, super gerne auf TikTok folgen und auch auf Instagram und auch auf Roblox. Als ich dieses TikTok gepostet habe, habe ich einen Kommentar gelesen, wie ich würde dafür 20 Minuten brauchen. Und das Ding ist so, man darf halt nicht 20 Minuten brauchen. Die Lava steigt ja immer und immer mehr. Und ja, deswegen muss man sich richtig, richtig ins Zeug legen. Natürlich habe ich das jetzt nicht mit einem Versuch geschafft, mein TikTok. Aber ja gut, so 20 Minuten darf ich nicht brauchen, bis ich da oben bin, weil die Lava halt steigt, wie wir gerade gesehen haben. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal so ein Video mache, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Im Video am Freitag werde ich bekannt geben, oder im Video ab nächsten Mittwoch, da muss ich noch gucken, werde ich bekannt geben, ob jeden Mittwoch auch noch ein Brookhaven Roleplay Video kommen wird oder nicht. Sprich, also nächste Woche Mittwoch wird auf jeden Fall noch so ein normales Roblox Spiel Video kommen, aber übernächste Woche vielleicht auch schon Brookhaven. Und ja, das werde ich dann nächste Woche bekannt geben. Und ja, weil ich merke einfach, dass Brookhaven super, super gut bei euch ankommt. Ich nehme das Video gerade am Samstag auf, deswegen will ich noch bis Sonntag auf jeden Fall warten. Und es kann sein, dass ich das Video für Freitag auch gleich schon aufnehme. Deswegen habe ich ja gesagt, entweder Freitag oder Mittwoch nächste Woche. Das heißt, heute in einer Woche gebe ich dann bekannt, was sich dann verändern würde oder ob alles gleich bleiben wird. So, ich glaube, so weit war ich noch nie. Oh mein Gott. Oh Gott, was war das denn? Okay. So, jetzt hier schnell die Treppe hoch. Zack, zack. Oh mein Gott. Ah. Hilfe, Leute. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, das war knapp. So, Leute. Okay, ich bin so stolz auf mich, dass ich das nach dem Intro nicht vergessen habe, weil ich sag das eigentlich nie. Ich sag nie und jetzt geht's weiter nach dem Intro, weil ich das immer vergesse. Ich vergesse das immer. Ich habe das halt damals nie gemacht. Und na, oh, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell, Arian, schnell. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, run for your mother. Keine Ahnung, wie der Text geht. Oh mein Gott. Okay, also so weit war ich auf jeden Fall nicht in meinem TikTok, das weiß ich ganz genau. So, okay, also das, was jetzt hier alles kommt, kenne ich alles nicht, weil ich so weit noch nie war. Auch in meinem TikTok, wie gesagt, nicht. Oh Gott, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich schneller als Joel bin oder nicht. Weil ich werde natürlich jetzt nach dieser Runde noch ein paar Runden spielen, aber bin ich besser und schneller als Joel? Also natürlich bin ich besser und schneller als Joel, das ist ja keine Frage, aber oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Oha, wie hoch geht der Tower denn bitte noch? Oh mein Gott. Oh, schade, Leute. Dieses einmal runterfallen hat's mir versaut. Okay, los geht's. Sofort weiter. Nicht lange strugglen, sofort weiter. Auch wenn man gerade eine schwierige Phase durchmacht, einfach nach vorne geradeaus sehen. Da wird alles gut. Nimmt euch das auch zu Herzen. Bitte. So, Leute. Okay.
Und in meinem Brookhaven Roleplay ist bald auch die Halloween-Zeit vorbei. Falls es ein bisschen zu gruselig war, ich hoffe natürlich nicht, aber ich finde es eigentlich gar nicht gruselig. Ja, auf jeden Fall, ne, beim Brookhaven Roleplay wird es noch am Sonntag, da ist auch Halloween, wird am Sonntag die letzte Halloween-Folge online kommen und dann wird wieder alles so wie früher, dann ist es ein ganz normales Leben und kein Halloween-Leben mehr. Ja, aber am Sonntag ist ja Halloween und da mache ich ein cooles Special. Also ich glaube, dass ich ein cooles Special mache. Ich will das auf jeden Fall auch noch aufnehmen. Und ja, so Leute. Okay, okay, zack. Hierhin springe ich, hierhin und hierhin und hierhin und hierhin und hierhin. So, jetzt darf ich hier bei dieser Stage keine Fehler machen. Weil die hat mich gerade eben mein Tod gekostet in Roblox. So. Nein! Ach, Leute. Na! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gut, dann los geht's. Weiter. So, zack. Ja. Perfekt. Danke für gar nichts. Oh Mann. So, hier Sprung. Was einige vielleicht nicht wissen, beziehungsweise was keiner weiß, bevor ich meine Aufnahme starte, ich nehme ja Mikrofon und Bildschirmaufnahme getrennt auf. Und bevor ich meine Aufnahme starte, mache ich immer, ich nenne das immer Sprungedy-Sprungedy-Sprue-Test. Fragt nicht mich ja warum, aber wenn ich dann so quasi aufnehme, dann, wenn ich meine Aufnahme starte, dann sage ich so, 10 Sekunden sind jetzt um. Natürlich mache ich gleich noch einen Sprungedy-Sprungedy-Sprue-Test. Und dann springe ich quasi. Und meine Tastatur nimmt quasi den Sound auf das hier. Und während. Und dann springe ich quasi auch gleichzeitig da hoch. Und dann muss ich das im Schnittprogramm nur anpassen, dass es quasi gleich ist. Und ja, vielleicht habe ich das mit dem Sprungedy-Sprungedy-Sprue-Test auch in dieser Aufnahme davor gesagt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Aber das sage ich auf jeden Fall sehr, sehr oft vor meinen Aufnahmen. Damit ich noch besser dran denke. Weil das vergesse ich auch manchmal und dann weiß ich ja gar nicht, okay, wie lange war die Verzögerung zwischen Aufnahme, zwischen Videoaufnahme und Tonaufnahme und so. Ja, Leute, okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus, Leute, das sieht sehr, sehr gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Okay, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Das gefällt mir doch. So, jetzt sind wir wieder bei der Game Stage, wo wir gerade eben rausgeflogen sind. Aber wir sind noch nicht exakt da, wo wir rausgeflogen sind. Da sind wir erst gleich. So, jetzt hier drauf. Zack und zack und zack. So, jetzt sind hier die Teile, die weggehen nach einer Zeit. Und nur das eine, zwei. So, ich glaube, hier sind wir dann runtergeflogen. Ja, genau, hier sind wir runtergeflogen. Beziehungsweise die Lava hat uns leider erwischt. So, dann können wir... Oh nein, Leute, das ist doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Och Mann, schade, schade, Schokolade. In diesem Video muss ich gar nicht mehr so viel schneiden, das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann ich sofort ein neues Video aufnehmen. Yay. Och Mann, Leute, ich wollte heute noch einen Film gucken. Ja, heute ist ja Samstag, morgen ist Sonntag und danach habe ich wieder Schule. Ich hatte jetzt 2 Wochen Herbstferien. Ich habe die Ferien richtig, richtig genossen, aber es hat sich gar nicht wie Ferien angefühlt, sondern nur wie ein verkürztes Wochenende. Das heißt, als ob ich nur Sonntag irgendwie Wochenende hätte. Die Ferien gingen so schnell vorbei. Richtig, richtig schade, finde ich das. Ja, wir haben aber auch kaum was erlebt. Also ich war 2-mal in der Stadt und das war es irgendwie auch schon. Ja, also, man hätte deutlich mehr machen können, aber durch Corona ist das ja vieles nicht möglich. So, und zack, 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 zack. Ab die Leiter nach oben. Irgendwie gibt es so einen Trick, wie man schneller die Leiter nach oben kommt, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht und ich möchte auch nicht riskieren, das auszuprobieren. Das hat sich gerade gereimt, Leute, ich werde noch Rapper. Ich sag's euch! Mann, okay, ich muss da warten. Ich kann nicht sofort da drauf springen. Das ist ein Fehler, den ich immer mache. Okay, gut. So, los geht's. So, hier, dann springen wir direkt hier drauf. So, zack, zack, dann springen. Nein! Oh, Mann. Okay, so, neuer Versuch, neues Glück. Zack, 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 zack. Das hat ein bisschen, gerade hat es ein bisschen geleckt. Oh, ey. So, und los geht's. Also mit Shift-Lock Jump'n'Run spielen ist eigentlich leichter. Ich versuch's gleich mal als Challenge ohne Shift-Lock.
Das versuche ich gleich mal als Challenge. Das versuche ich jetzt als Challenge, will ich ganz kurz korrigieren. Mann, ich möchte jetzt schneller sein, aber dann verhaue ich es halt. Okay, los geht's. Okay, jetzt ohne Shift-Lock. Oh Gott, Leute, das wird jetzt eine Tortur. Das wird eine Tortur ohne Shift-Lock. Das wird eine Tortur ohne Shift-Lock. Ja. Das war eine Tortur. Ich mach Shift-Lock mal wieder lieber an. Falls ihr nicht wisst, was Shift-Lock ist, das ist ja dieser Kreis in der Mitte und das kann man hier in den Einstellungen einfach hier an- und ausschalten. Ja, so, und let's go. Zack, 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 zack. Und zack, hier rauf, hier rein. Hier schnell wieder rauf. Hier so zack, zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also ich würde schon gerne noch zum grünen Level kommen. Also bis zu grün würde ich schon gerne noch kommen. Da bin ich komplett ehrlich. Grün will ich auf jeden Fall noch erreichen in diesem Video, falls ich das aber nicht schaffe. Wäre es nicht so gut. Ich bin mal auf der Thumbnail gespannt von diesem Video, weil ich möchte Lava so ein bisschen realistisch machen, dass die Lava so realistischer aussieht. Ja, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ob ich die Lava irgendwie realistisch hinbekommen habe oder nicht. Da bin ich sehr gespannt. So, dann kann ich hier zack, 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 zack und hier hoch. So, jetzt bin ich wieder bei dieser Stelle, wo ich gerade eben schon zweimal runtergefallen bin. Und jetzt zum dritten Mal runtergefallen bin. So. Oh Gott, Leute, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war's. Oh Mann, oh Leute. Okay, ich glaube, jetzt spiele ich die letzte Runde für das heutige Video. Oder spiele ich die letzte Runde, die vorletzte vielleicht. Wenn diese Runde lang ist und ich bis zu grün komme, dann ist das die letzte. Wenn diese Runde aber... Ja, okay. Verstehe ich. Natürlich. Ja. Och Mann, oh Leute, was soll das denn, ey? Nein, oh Mann. Okay, egal, so die letzte Runde startet jetzt. Okay, alles ganz chillig, so zack, zack, zack. Dann können wir hier jetzt drauf, so, dann können wir hier, so, zack. Dann springen wir hier drauf, jetzt hat mir wer geschrieben. So, zack, 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 zack. So, jetzt können wir hier ganz schnell Flotti Karotti hoch, ohne runterzufallen. Leute, ich bin gut. Ich bin richtig gut gerade. Oh mein Gott. Wow. Oh, upsie. So, und los geht's. Ab nach unten, ab nach unten, ab nach unten. Zack. So, perfekt. Nicer, dicer, Leute. So, und ab nach oben, ab nach oben. So, jetzt bin ich wieder hier. Zack. Und zack, zack, zack. Und hier drauf, hier drauf, hier drauf. Plumps, plumps, plumps. Und dann springe ich hier drauf und zack. So, jetzt bin ich wieder an dieser Stelle. Diese Stelle ist gefährlich. Diese Stelle ist gefährlich. Hier nehme ich mir mal ein bisschen Zeit, dass auch gar nichts schief läuft. So. Und perfekt, Leute. So, jetzt hier über die Mauer. Oh Gott, das war ein bisschen knapp. So, okay, ich bin bei Orange, Leute. Ich bin bei Gelb, meine ich. Ich bin bei Gelb. Oh mein Gott, Leute. Ja. Das ist sehr, sehr gut, dass ich bei Gelb bin. So. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay, so, jetzt springen wir hier drauf. Gehen jetzt hier entlang. Und springen jetzt hier drüber. Okay. So, jetzt hier drüber. Jetzt hier drüber. Jetzt hier die zwei. Und jetzt da lang. Und jetzt hier. So. Nein! Nein, Leute. Ich war doch fast beim Grün. Ja, und an dieser Stelle würde ich dann mein Video auch beenden. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Check gerne die ganze Videobeschreibung ab und auch gerne meinen Halloween-Merch, den findest du in meiner Gruppe und auch noch ganz, ganz vielen anderen Roblox-Merch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ciao, Leute.